Cooles Gedicht, ne? Bist du mir die Rechtschreibung gelästert, ne? Aber es ist mal was anderes. Ja, bevor wir hier enden, machen wir so noch eine halbe Stunde, oder? Mal gucken, wie lange ich noch spiele. Einige wollten es jetzt zu langweilig hier andauernd hier nur Züge sehen zu lassen, die Streifen und so, ne? Aber durch dieses Intellektuelle, was ich hier reingebracht habe, könnte es für euch interessanter sein, wenn ihr mich lieber hört, als hier die ganzen Geklicke, die ich hier mache. Es geht hier über Kind und Kegel und alles drum und dran. Und zwar sind die manchmal sehr anhänglich. Die laufen einen hinterher oder wie auch immer, ne? Und das Gedicht heißt auch anhänglich. Das Kind hängt an der Mutter, der Bauer an dem Land, der Protestant an Luther, das Ölbild an der Wand. Der Weinberg hängt voll Reben, der Hund an Herrchens Blick, der eine hängt am Leben, der andere am Strick. Ja, ich lasse ein bisschen Zeit, damit ihr euch das mit in den Kopf gehen lassen könnt. Und ja, der manche hängt ein und eine, der eine hängt am Leben, der andere am Strick, ne? Ja, ein bisschen brutal. Ein Gedicht habe ich noch. Es geht jetzt um ein Fest, was an einmal im Jahr gefeiert wird, wo sich so manch einiges Kind darüber freut, manchmal auch Männer oder Kinder oder Erwachsene oder Frauen und ältere Rentner und sowas. So, wir haben die 7343, die geht aus Gleis 4. Können wir schon mal vorfahren lassen, aus Gleis 4. Jetzt ist es schon mal angewählt, jetzt kann ich nicht mehr zurücklenken. Und wer ahnte das zum Weihnachtsfest, heißt es. Wer ahnte das zum Weihnachtsfest, Cornelia mich sitzen lässt. Das war noch nichts. Zu Ostern jetzt hat sie mich abermals versetzt. Nun freue ich mich auf Pfingsten, nicht im geringsten. Da oben steht doch ein Zug. Schnell wegfahren lassen auf 5. Gleis 5. Ja, das war's mit den Gedichten. Alles von demselben Autor. Habt ihr geraten, welcher Dichter das ist? Es war Heinz Erhardt. Ja, ein deutscher Dichter, Musiker, weiß ich jetzt gar nicht. Komiker, Schauspieler. Heinz Erhardt. Ihr könnt gerne weitere Infos über ihn reinholen über Internet, könnt auch gerne sein Buch kaufen. Einige wollen damit Geld natürlich verdienen, ne? Ist ja klar, Geld ist natürlich das halbe Leben, ne? Ja, Heinz Erhardt. Ältere Leute kennen ihn noch. Ihr habt ihn jetzt auch kennengelernt, die Jüngeren, die mir zuschauen. Eigentlich sehr, sehr interessant, was er geschrieben hat. Sehr schöne Gedichte. Ich lese mal kurz mein Lieblingsgedicht vor, was ich da gefunden habe. Wir hatten einst, die Zeit ist tot, als Landesfarbe schwarz-weiß-rot. Dann hat man sie nicht mehr gewollt und wir bekamen schwarz-rot-gold. Doch diese übersieht man fast in unserer Zeit voll Kampf und Hast. Die Farben, die sich heute ziehen, durch unser Sein sind rot-gelb-grün. Wenn wir uns an Steuer setzen und zum Arbeitsplatz zu hetzen, können wir nur höchstens schleichen. Denn uns hindern viele Zeichen. Ganz besonders sind's die Ampeln, die auch Radfahrer beim Strampeln und selbst Fußgänger, die Gemsen, gleich hinüber wollen bremsen. Vom Direktor bis zum Penner,
sind wir nichts als Ampelmänner. Dort, wo eine Kreuzung droht, hat man selten grün, meist rot. Und so schön das Rot auch schien, man isst dieses Rot nicht grün. Doch wenn grün kommt und man kann, hat der liebe Vordermann, solche Fälle sind verbürgt, seinen Motor abgewürgt. Bracht in Gang endlich ihn, und man kann, ist nicht mehr grün. Schuld ist vorn der Idiot. Bis man grün hat, sieht man rot. Ja, das ist so ein geiles Gedicht. Das gefällt mir echt. So, die 952 geht aus. Warte mal, nee, 952 ist es nicht. Das ist die 714. Die geht auf Gleis 1. Ne? Jupp. Schnell runter machen die Schranken, damit der Zug durchfahren kann. Und jetzt wollen wir mal die nochmal nachgucken hier, wann der Zug fährt. Was glaube ich, 15:27. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, der andere war 57, ne? Ja, 27 und 57. Sollte kein Problem sein. Da vorne haben wir eine Störung anscheinend. Bei 251, was ist da los? Warum zeigt er nicht das an, was er soll? Und da war noch ein gutes Gedicht. Da war es nicht. Das wollte ich nochmal reinschreiben ins das Ding da. Ritter Fips haben wir schon gelesen. Das ist ganz gut. Ich lese mal die besten nochmal vor, die mir persönlich selber gefallen haben. Da ist noch ein gutes hier. Ja, das war noch geil. Das lese ich als letztes vor nochmal. Für die Folgen, die ihr verpasst habt zum Beispiel, lese ich am besten jetzt vor. Oder? Was sagt ihr? Manchmal das eine, was alle betrifft nochmal. Kinder haben es so leicht, haben keine Sorgen, denken nur, was mache ich jetzt, nicht, was mache ich morgen. Kinder haben es so schwer, dürfen niemals mäkeln und sich wie der Herr Papa auf dem Sofa räkeln. Kinder haben es so leicht, dürfen immer spielen, essen, wenn sie hungrig sind, weinen, wenn sie fehlen. Kinder haben es so schwer, müssen so viel lernen und, wenn was im Fernsehen kommt, sich sofort entfernen. Kinder haben es so leicht, naschen aus der Tüte, glauben an den lieben Gott und an dessen Güte. Kinder haben es so schwer, müssen Händchen geben und auf dieser blöden Welt noch so lange leben. Das fand ich auch noch ganz gut und das allerbeste vom Witz her, vor allem von dem letzten Satz, war dieses hier. Wenn ich mal weiterfahren würde, hier ist jetzt hier abgestürzt oder was ist hier los? Alle so leise hier. Kommen wir noch welche Züge an hier? Hallo? Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf dieser Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So lebt dann wohl. Halt noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich, Made Junior aber schlich hinterdrein. Doch das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Ja, das fand ich auch ganz gut. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine alte Video hier, was ich neu aufgelegt habe durch den Wunsch, nochmal aufgenommen habe, diesmal in einer anderen Zeit, 14 Uhr bis 15:10 Uhr. Und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.